Android Talk wird gesponsert durch K&M Computer. Große Auswahl, kleine Preise und gut beraten. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's mal wieder, der Matt Jackson und der Daniel für Android Talk. Heute mit der 9. Folge schon. Heute geht's um Android versus Apple. Betriebssystem beziehungsweise auch die Geräte. Vorab nochmal ganz kurz in eigener Sache. Der Programmchef hat mich darauf hingewiesen, in der letzten Sendung habe ich eventuell Bemerkungen gegenüber einer Religion gemacht, die negativ angekommen ist. Dafür möchte ich mich dann an dieser Stelle, falls es falsch angekommen ist, nochmal entschuldigen. Ist so nicht gemeint. Ich bin allen Religionen gegenüber offen. Ich habe keine Vorurteile. Ich diskriminiere keine Religionen. Insofern, also wenn das irgendjemand falsch aufgenommen hat, dann bitte ich mich hiermit oder euch beziehungsweise nochmal um Entschuldigung. So, ja, Daniel. Wenn die Drohung jetzt wieder abnehmen könnten, wäre ganz nett. Ja, ja. Mit der Wachschutz nicht mehr vor der Tür stehen muss. Ja, weil der kostet einfach zu viel Geld. Wöchentlich die 1000 Euro habe ich nicht. Ja, Thema heute, Android versus Apple, wurde von nochmal unserem Leser Daniel, Dankeschön, das bist aber nicht du, oder? Du schreibst ja nicht, heimlich deine Wünsche. Was gibt's denn dazu Schönes zu erzählen oder also zu streiten oder Android sonst was? Android versus Apple stimmt ja so nicht, weil Android ist ja ein Betriebssystem, iOS wäre ja das andere Betriebssystem. Nennen wir es also auch einfach so. Android gegen iOS, sagst du? Ja. Ja, okay. Also, ja, was auch drum dazu gehört, ne? Also wir, das ist ja immer wieder eigentlich Thema bei uns, Apple beziehungsweise Android iOS oder Android iOS. Oder Android iOS. iOS. Okay, alles klar. Du siehst, ich will sie einfach zusammen an einen Tisch haben. Ja. Ist ja immer wieder Thema, dass Apple beziehungsweise das Betriebssystem von Apple, dass es da Probleme gibt mit dem iPhone und dem iPad und mit Apple generell, die rund um sich klagen, alles wegklagen, was mit Android zu tun hat. Denn ich weiß gar nicht mehr genau, wie der gute Name heißt, des ehemaligen CEO von Google, der ja ursprünglich mal bei Apple gearbeitet hat. Sagt ihr jetzt auch nichts? Eric Schmidt. Mhm. Ja. Und der soll ja wohl ein bisschen Informationen mitgenommen haben. Mhm. Ja. Richtig ja. So, oder? Das war's. Na, Mann. Bis ja. Mal. Also du bist ja eher so ein Apple-Gegner und eigentlich bin ich ja jemand, der immer dazu rudert, der sagt also, nee, so schlecht ist das System gar nicht. Ja, wobei ich ja glaube, du ruderst immer nur zu, weil hier auch Leute zugucken, die ein Apple haben. Nee, weil unsere Investoren sind Apple. Ah, die haben Apple, ja, doch. Nee, das macht dann schon Sinn. Ich finde das Ganze ein bisschen schwieriges Thema. Ja, genau. Also ich ist nicht so, dass ich nur für das eine oder nur für das andere bin oder so. Ich habe selbst auch mal ein iPhone gehabt, habe es allerdings irgendwie dann doch in die Ecke wieder gelegt, weil ich halt ein Android-Phone schon vorher hatte. Mhm. Ich finde, das ist eine wirkliche Usability-Frage. Eine Zeit lang, finde ich, war es auch noch so eine Marken, wir sind hip, weil wir Macintosh haben und weil wir Apple-Produkte benutzen. Mhm. Und wenn man Macs und PCs unterscheidet, dann glaube ich es wirklich noch so, dass der Mac bedienungsfreundlicher ist. So. Mhm. Aber wenn es jetzt auf Handys geht, dann finde ich, hat Android definitiv den Sprung geschafft und ist besser mittlerweile als iOS. Mhm. Und das war es in meinen Augen auch schon in relativ frühen Versionen. Nicht in der 1.0, die war noch ein bisschen das ist mehr Windows-like, aber jetzt so 1.6 und dann 2.1, 2.2, so die Versionen, die kommen schon dicker an iOS ran. Und wenn man bedenkt, dass sich das Betriebssystem jetzt nicht wirklich weiterentwickelt hat von iOS, also da kann man jetzt irgendwie Icons zu Directories irgendwie zusammenschieben und so, aber mehr hat sich in der Usability, in Ordner, jetzt nicht wirklich getan und das gibt es bei Jelly Bean jetzt auch, sowas wie Widgets auf dem
Desktop zum Beispiel fehlt immer noch völlig, ja. Und also ja, wo ich sieht auch immer noch alt aus, finde ich. Also man muss es vielleicht auch mal so ein bisschen, diese Thematik Apple bzw. iOS, in zwei Kategorien unterscheiden. Zum einen würde ich ganz gerne unterscheiden in die Geräte selber und halt auch in das Betriebssystem, also was auf dem iPad bzw. auf dem iPhone drauf ist. Mhm. Vom die Geräte selber würde ich schon mal sagen, also dass sich Apple ja eigentlich einen Namen gemacht hat im Ursprung, was das Design anbelangt. Ja, also wie die angefangen haben, die waren ja, glaube ich, mit diesem, ich weiß gar nicht mal, wie der heißt, iMac, nee. diese roten und grünen Plastikdinger, kennst du die noch, die alles in einem hatten, diese Macs, die hießen nicht iMac, die hatten so einen Spezialnamen. Du siehst, ich kenne mich leider in der Kategorie sehr, sehr wenig aus, aber die hatten ultra geiles Design gehabt. Meine hießen iMac. Ja, also ja, auch diese kleinen Dinger, die alles in einem hatte. Ja, auf den Fernseher und hatte waren so poppigen Farben, gab's genau, die. Ja. Ich komme ja nun, du weißt es ja aus der Musikbranche, und da war es ja, du ja auch, da war es ja nun mal so, dass wenn man professionell Musik produzieren wollte, dass man auf Apple zurückgreifen musste. Und da hat mich eigentlich immer gestört, dass es eigentlich von der Technik her nichts Besseres war. Also schon damals waren da Intel-CPUs verbaut. Ja. Und aber alle Sachen wie eine zusätzliche Grafikkarte oder dieser typische Trackball, den es damals gab, alles schweineteuer. Ja? Und die haben sich das einfach mal bezahlen lassen, dass sie einen Namen haben oder dass sie ein Design haben oder was sie auch immer haben, was ich natürlich, wenn ich weiß, da ist dasselbe drin wie bei einem PC und funktioniert genauso wie beim PC, fühle ich mich irgendwie ein bisschen verarscht. Ich glaube halt wirklich, der Unterschied war so die Bedienungsoberfläche und dieses ganze, ja, User Experience. Also da waren sie ziemlich schnell, ne? Ja. Was diese animierten Sachen anbelangt hat, dass sich so diese Dinge so in diesen unten immer so reingezogen haben und so, da waren die schon ziemlich früh dran. Das haben die schon ziemlich früh gemacht. Also designtechnisch gesehen waren die schon ziemlich weit vorne. Denn auch iPhone 4 oder von mir aus auch 3GS, wie sie heißen, hatten schon immer ein ultra geiles Design. Also kannst du sagen, was du willst. Da gibt's natürlich immer Leute, die sich darum streiten, dass sie das iPhone 5 nicht rausgebracht haben. Riesengroßer Fehler in meinen Augen. Ich glaube, da haben die so viele Kunden verloren wie sonst nie. Anstatt des 4S oder was? Ja. Also das ist in meinen Augen eine Totalverarsche gewesen. Alle warten auf ein 5er, auf ein größeres Display, auf was Neues. Ja, aber sowieso, es gibt genug Trottel, die ein 4S gekauft haben. Also ich sehe ja, fast nur, weil sie halt wirklich totale Anhänger sind. Ja. Naja, wenn du aber inzwischen ist so ein Display zu klein, finde ich. Also, ja, ist es auch. Ja. Also in meinen Augen, wie muss man jetzt einfach mal gucken, was jetzt kommt. Ich denke, da wird dieses Jahr noch irgendwie ein Kracher passieren. Und da ist dann die Frage, ob sie denn den Anschluss wieder schaffen. Ich sehe es jetzt eigentlich so wie du, dass Android inzwischen mit dem neuesten Nexus beziehungsweise sogar mit dem Nexus Tablet Apple überholt hat. Mhm. Ja, also lange Zeit war es ja so gewesen, dass Android halt immer noch so ein bisschen hing. Es lud nicht so schnell nach. Die Usability war einfach bei iOS besser. Was ich nach wie vor sagen würde, was halt ein Vorteil bei Android ist, ist auch gleichzeitig ein Nachteil. Nämlich, wenn ich jemand habe, der kommt zu mir und sagt, naja, ich sag mal, Mutti oder Oma oder jemand, Tante? Der ja, jemand, der ich, also ist jetzt auch sehr jemand, der keine Ahnung hat. Verallgemeinert. Ja. So meine ich es natürlich nicht, aber darauf hin, dass man mit Android sehr viel machen kann. Widgets rauflegen, verschieben. Es gibt ja jede Menge Tricks, unter anderem unsere Kategorie Tipps und Tricks. Machen die alle nicht, die telefonieren damit nur. Ja, aber sie sind auch sehr häufig halt überfordert. Eines der typischsten, was ich ganz häufig lese, ist, der Akku wird zu schnell leer. Er wird beim Apple-Smartphone normalerweise nicht so schnell leer, weil da natürlich nicht so drastische Einstellungen sind. Und bei Android ist es halt so, dass klar, Display ist erstmal ganz heftig. Gut, ist jetzt nicht Thema Akku, aber was ich sagen will,
dadurch, dass Android sehr viel kann, ist es halt wirklich auch für manche nicht so leicht zu durchschauen. Was bei einem iPhone in meinen Augen und da eben wieder iOS-Betriebssystem wesentlich einfacher ist. Also wenn ich mir ein Smartphone kaufen möchte und ich habe noch nicht so den totalen Durchblick, bin ich der Meinung noch, wobei es mit Ice Cream Sandwich versucht wurde, einfacher zu gestalten und übersichtlicher, allgemeiner zu gestalten, bin ich der Meinung, dass es mit Apple halt einfacher ist. Ja. So. Ja. Gut. Haben wir das auch geklärt. Aber du siehst das nicht so. Nein, also erstens, ich finde Android genauso kompliziert, wenn, iOS genauso kompliziert, wenn sich da jemand davor befindet, der nicht so viel Ahnung hat, ja. Wir haben auf Arbeit eine Menge Leute, die so ein Smartphone benutzen wie, naja, ist irgendwie ein Smartphone, aber ich würde auch eins mit Wählscheibe nehmen, wenn es das gäbe. Mit meiner kurze Frage, ja? Bei euch auf Arbeit, was gibt's mehr, Android oder Apple? Android. Echt? Ja. Okay, war das schon so, als du da angefangen hast? Nee, es liegt daran, weil wir 20 Programmierer haben. Aha. Ja, obwohl die haben auch gar nicht alle viele Android-Geräte. Ich weiß nicht, ich habe nie gezählt. Ja, weißt du noch, was du sagen wolltest? Ja, Entschuldigung, ich wollte eigentlich mal erzählen, dass ich finde, die Geräte sind für beide Leute, die keine Ahnung haben, gleich kompliziert. Echt? Ja, also bei so einem iPhone musst du auch erstmal lernen, wo da eine E-Mail-Einstellung ist und so weiter. Und du kannst ja mal so versuchen, so ein Ding an Exchange-Server anzubinden, das ist nicht ganz so einfach. Doch. Nee, ist es nicht. Okay. Und das ist jetzt auf Android mittlerweile einfacher, definitiv. Mhm. Okay. Das war's eigentlich. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Nee, es ist, Apple, ganz klarer Vorteil, ein Gerät, ja, irgendwie alle sehen gleich aus, alles funktioniert gleich, keiner ist irgendwie auf den anderen neidisch, entweder man hat's Neueste oder nicht. Bei Android ist es einfach so, ich finde die Funktionen besser, ich finde das Ganze, die Usability-Idee besser mit den Widgets, mit den Funktionen. Ich gerne noch hinaus wollte, vielleicht so als begleitendes Thema da dran, wie siehst du denn das, wir hatten zwar schon das Thema Patentklagen, aber wie siehst du das denn jetzt im Speziellen in dem Zusammenhang, glaubst du, dass das jetzt, dass, also Apple klagt ja im Moment alles weg, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ja, also jetzt ist so ein bisschen die Frage, ich bin immer sehr vorsichtig damit, wenn Apple sagt, na guck mal, das Patent, Slide to Unlock oder was auch immer, ist ja von uns. Ja, Slide to Unlock, weißt du, woher die Slide to Unlock haben? Nee. Du kennst ja, Schlüsseldienst schon mal gehört, kennst ja diese Kettenschlösser, ne? Mhm. Wo man den so zur Seite ziehen muss, damit es dann unlocked ist. Mhm. Dann wegnimmt. Ist das jetzt ein Gag oder? Nee, das ist so, das haben die daher geklaut. Quatsch nicht. Na klar. Sagen wir mal, sie haben sich inspirieren lassen. Auf. Das Ding ist, ich meine, gucke mal, wenn die, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Richter ist ja nun auch kein Vollidiot, ja, und, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die da Prozesse führen ohne Ende, wenn da nicht irgendwie ein gewisses Maß an Berechtigung hinter ist, ja. Ich glaub, also dieses Ding mit den runden Ecken, okay, das war jetzt wirklich ein bisschen krass, ich glaub, aber einfach, also gerade bei so einen Geschichten kommt einfach, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, es gibt jemanden. Du meinst, das hat jemand anders erfunden, aber die patentieren sich das? Es haben viele Leute erfunden, weil es einfach der logische nächste Schritt in der Entwicklung war und der zuerst zugeschlagen hat und es als Patent angemeldet hat, der hat halt gewonnen. Zum Beispiel hat jemand irgendwo in England oder so sich das gesamte Universum als Besitz für sich eintragen lassen, außer der Erde. Das heißt, wenn jemand mal auf den Mond fliegt und den Mond in Besitz nehmen will, sagt der, nein, halt, guck mal, gehört sind doch schon 12 mir. Minuten um. Ja, es sind doch 12 Minuten um. Da wir jetzt so viel über Android und iOS geredet haben, was ist dein Resümee? Also prinzipiell bin ich vorsichtig, wie gesagt, weil ich nicht wirklich weiß aus erster Quelle, ob nicht wirklich viel von Android von Apple geklaut ist. Ich sag's jetzt einfach. Sag's also, mal so, wie es mir aus, kann. Wie der Provokant. Schnabel mir gewachsen ist und ich jetzt übelste Hassbriefe kriege. Hast du aus dem letzten nicht gelernt. Ja. Also ich bin halt einfach vorsichtig, weil ich mir da nicht sicher bin. Ich finde, nach wie vor macht Apple, wenn man es so pauschalisieren möchte, macht Apple die geileren Designs. Okay. Ja, also für da sind sie noch Marktführer in meinen Augen. Die Preise sind unanständig, können sie aber machen von mir aus, wenn die Leute es kaufen wollen, wenn sie das Gleiche kriegen, nur für mehr Geld und die Leute dann denken, sie haben was Besseres.
Sollte es kaufen. Ich finde die Politik von Android besser, weil sie geben es kostenlos zur Verfügung. Es sind relativ geringe Lizenzgebühren. Leider muss noch ein bisschen Scheiß an Microsoft abgeführt werden, aber das ist mal ein anderes Thema. Ich finde die Usability Hammer. Ich finde dieses Open Source System super. Ja. Dass jeder reingucken kann, jeder weiß, wie es funktioniert. Man kann das System verändern, wenn es ein geroutetes Phone ist. Es wird auf Marktdurchdringung ist da. Es gibt jetzt mehr Android-Geräte da draußen als iPhone-Geräte. Allerdings diese ganze Separation davon, dass es halt so viel verschiedene Geräte gibt mit verschiedenen Auflösungen, das kriegen die ja noch nicht so ganz in den Griff. Das ist dann wieder ein Vorteil für iOS. Allerdings ist die Frage, ist es ein Vorteil für den Einzelnen oder ist es nicht eher so ein Vorteil für Apple, weil sie einfach das Monopol in der Hand haben? Also ich würde sagen, einigen wir uns darauf, Stand heute, 9. Folge, Android-Talk-Sendung. Android ist besser. Ja. Und deren Geräte. Ja, Android und deren Geräte sind besser. So, war's wieder. Was für ein erstaunliches Ergebnis für eine Android-Talk-Sendung. Ja. Finde ich jetzt. Und dass wir uns mal wieder gar nicht vorbereitet haben. Falls es euch schon aufgefallen ist, wir bereiten uns nie vor, weil eigentlich, und das haben auch viele noch nicht verstanden, die unsere Sendung gucken. Nee, das haben die noch nicht verstanden. Ihr sollt eigentlich diskutieren. Ja, nicht wir. Wir heizen nur die Stimmung an und ihr sollt in den Kommentaren auf unserem Blog n-droid-tv.de in die Kommentare schreiben. Langsam. Jetzt wird's lustig, so wie die Zeit vorbei ist. Ja. Super. Also, das war's von. Eins noch ganz wichtig. Willst du den Leuten nicht mal erklären, warum wir hier plötzlich draußen sitzen? Weil die Sonne so schön scheint. Du sitzt, ich stehe. Ach ja, warum ich hier so schön draußen sitze? Und wenn nächste Sendung auch noch schönes Wetter ist, dann machen wir die auch noch draußen. Wir müssen jetzt Schluss machen. Wir wollten jetzt gar nicht und jetzt... Hinter uns machen wir schon so immer. Ja. Also, Android Talk, bis nächste Sendung. Das war's. Tschüss.